Herzlich willkommen zurück hier auf dem Sidura YouTube-Kanal deiner Online-MPU-Vorbereitung. Heute haben wir wieder eine sehr interessante Erfolgsgeschichte mit einem Teilnehmer, der seit 3 Jahren bei uns im Programm ist und jetzt endlich seinen Führerschein zurückbekommen hat. Natürlich wird er auch in diesem Gespräch jetzt erzählen, warum sich das Ganze so gezogen hat. Heute geht es um den Florian. Hallo Florian, danke, dass du hier bist. Hi Dustin, danke, dass ich hier sein kann. Danke dafür auch, dass du nach diesen 3 Jahren das ganze Thema jetzt endlich geschafft hast. Da gehen wir jetzt auch gleich einfach mal ein bisschen näher drauf ein. Woher kommst du denn aktuell? Ich wohne in Frankfurt, ich komme aus Seligenstadt in Hessen. Und da bist du auch aufgefallen damals? Ja, also in Obernburg. Ich habe einen Bekannten in Obernburg, das ist in Bayern. Ja. Und wollte nach Hause fahren und bin direkt angehalten worden. Und was wurde damals bei dir gefunden? Halbes Gramm Cannabis, 2 Crusher. Ja, ja. Und Blutprobe? Ja, Blutprobe auch. Also 26,5 Nanogramm Aktiv-THC und 101 Nanogramm Carbonsäure. Ja, ist jetzt nicht gerade wenig, auch nicht extrem viel. Es ist einiges schon passiert damals. Ich habe viel konsumiert zu der Zeit. Ja. Auch 26 Nanogramm Aktiv ist ja auch schon. Ja, eine Stunde vorher geraucht. Guter Rauschmodus. Ja, genau. Auf jeden Fall. Okay, bevor wir weitermachen, möchte ich einmal kurz das Gutachten mitbringen. Ja. Hier als Beweis, dass das Ganze auch bei uns gemacht worden ist mit der Vorbereitung. Hier auf der ersten Seite sehen wir einmal, wann du deine MPU gemacht hast. Und auf der nächsten Seite sehen wir einmal auch den Überblick deiner Auffälligkeit und ebenso auch etwas weiter darunter, dass du bei uns warst, bei Sidura Consulting und hier auch die Vorbereitung gemacht hast. Und auf der letzten Seite sehen wir auch, dass du deine MPU bestanden hast, dass es nicht mehr zu erwarten ist, dass das Ganze in Zukunft einfach nochmal passiert und damit hast du deine MPU bestanden. Richtig. Nochmal Glückwunsch von mir an der Stelle. Ja. Hast die MPU mit 6 Monaten Abstinenz bestanden und du dachtest damals aber auch, dass du ein Jahr hättest machen müssen. Ne? Ja, ich war zu der Zeit ein regelmäßiger Konsument. Mhm. Das hat den Werten auch entsprochen. Ich hätte erwartet, dass er noch höher ist. Ja. Also 101 Nanogramm war schon wenig für meine damaligen Verhältnisse. Ja, wahrscheinlich hat dein Körper auch die Carbonsäure einfach sehr gut absorbiert. Ja, Stoffwechsel und so relativ schnell. Und aus Grund von diesen Sachen hast du gedacht, dass du ein Jahr brauchst? Ja. Wie kamst du auf diese Fährte ein Jahr? Also hat dir das jemand gesagt oder hast du schon mal einen Vorbereiter gehabt? Oder? Nein, einfach Recherche im Internet, MPU-Videos. Okay. Aber eher von konservativen Menschen, die halt dann sagen, ein Jahr bei Drogen, Punkt. Ja, also pauschal einfach. Richtig. Es gibt einige, verstanden. Und dann hast du gedacht, du musst jetzt ein Jahr Abstinenz machen. Die Auffälligkeit selber war ja gewesen, ich muss selber nochmal nachschauen. 13.02.2020. Genau, 2020. Ne? Ja, genau. Und weißt du noch, wie lange das ungefähr gedauert hat, bis dann wirklich dieser Brief kam von der Führerscheinstelle? Mindestens ein halbes Jahr. Ich glaube eher so 8-9 Monate. 6, 7, 8, 9 Monate. So kurz darauf ging ja auch Corona los. Dann hat es noch länger gedauert. Ja, das hat sich dann alles nochmal gezogen. Ja. Genau. Okay, gut. Das heißt im Prinzip, du hast ja dann im Prinzip direkt angefangen mit der Vorbereitung. Also bist auf mich aufmerksam geworden. Ja. Dann, ne? Weißt du noch, wie du mich gefunden hast? Ich habe auf YouTube nach verschiedenen Videos gesucht, nach Cannabis-MPU. Und dann kam ein Video von dir auf mit Cannabis-MPU und Führerschein behalten. Mhm. Und das war... Ja, das ist das erste Video. Du hast auch sehr viele Klicks gehabt, glaube ich. Ja. Ganz, ich weiß noch ganz, ich erinnere mich an das Video mit dem blauen Hintergrund. Genau. Ja. Genau, so ist das dann entstanden. So hatten wir dann das erste Gespräch gehabt. Mhm. Ich habe dir dann auch damals gesagt, dass wir das verkürzen können mit der Abstinenz. Ne? Ja. Und dann haben wir im Prinzip, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Ne? Ja. Und was ist denn dann alles passiert? Also es hat ja dann trotzdem 3 Jahre gedauert. So, da ist ja einiges dann auch bei dir so privat passiert. Ja. Ne? Also auch mit dem Konsum und so. Erzähl mal aus deinen eigenen Worten. Also ich bin aufgefallen, habe danach aufgehört zu konsumieren. Ja. Bin in meinem Umfeld noch geblieben, wollte erstmal Haaranalyse machen, habe dann noch vereinzelt ganz wenig mal konsumiert. Hab dann aber von meinem Chef gehört, ich bin Pizza ausgefahren zu der Zeit, von wegen, es könnte ja auch verjähren, weil es alles so lange gedauert hat. Ja. Und da habe ich dann so ein Online-Tool gefunden, von wegen Verjährungsrechner. Und da gab es dann aber kein Cannabis, sondern nur Alkohol. Und dann hieß es irgendwie, ja, ein halbes Jahr würde es schon verjähren. Und durch Corona hat das alles sehr, sehr lange gedauert, also mehr als ein halbes Jahr. Dann habe ich mir gedacht, okay, halbes Jahr, nichts gekommen, 8 Monate immer noch nichts gekommen, dann kann ich weiter konsumieren. Und dann habe ich quasi, einfach wieder angefangen. Einfach wieder angefangen zu konsumieren. Ja. Und dann irgendwann kam halt der Brief. Und dann, Dann Führerschein abgegeben. Dann ziemlich genau ein Jahr später, nach der Auffälligkeit, dann erstmal meinen Bachelor weitergemacht. Mhm. Das war ja auch Corona, also ich habe jetzt den Führerschein nicht gebraucht, habe mich erstmal auf die Uni konzentriert und weiter konsumiert. Ja. Und dann nach dem Bachelor, irgendwann, als ich ausgezogen bin auch von zu Hause, habe ich dann gesagt, okay, jetzt wo ich zwischen Bachelor und Master ein halbes Jahr Pause mache, da mache ich jetzt die Abstinenz, ich mache jetzt mal einen Führerschein. Ja. Und das war Ende 2022 gewesen. Dann ja, so im Oktober habe ich die Abstinenz angemeldet. Ja, im 2022. Oktober. Im Oktober hast du die angemeldet. Die MPU selber hattest du dann gehabt im April. Genau. Am 20.04. sogar. Genau, also Touché.
Genau, und dann hat es im Prinzip geklappt, ne? Aber in dieser ganzen Zwischenzeit hast du ja auch sehr viel mitbekommen, auch selber von mir oder auch von den Unternehmen Sedura. Ja. Ich meine, 2020 war es ja alles noch deutlich kleinerer gewesen. Es war ein kleines, ich glaube, Zwei-Zimmer-Büro gewesen und es. War zu dritt, glaube ich. Genau, es ist jetzt im Vergleich zu jetzt komplett gewachsen und da hast du ja wirklich ziemlich viel mitbekommen. Auch, ne? Einer der wenigen Teilnehmer tatsächlich bist du, die das so mitbekommen haben. Und deswegen einfach cool, dass wir uns jetzt an dieser Stelle auch einfach mal so in echt sehen. Richtig. Als du dann quasi bei uns Teilnehmer geworden bist, so hat das deine Erwartungen so erfüllt? War das das, was du erwartet hast, um bei diesen MPU-Problemen eine Hilfe zu bekommen, so aus deiner eigenen Sicht? Also ich fand ich wusste gar nicht genau, was mich jetzt erwartet, aber ich fand das System bei euch viel besser als diese klassischen TÜV-Kurse, weil das ist dann nur, ich weiß nicht jetzt, wie oft das gewesen ist, ich war jetzt bei keinem TÜV-Kurs, aber wenn du da jetzt 3 oder 4, 5 Mal jetzt am Wochenende mal hingehst und das war's, dann hast du dann da kurz kompaktes Wissen. Aber mal vorgestellt, ich hätte das so gemacht und dann hätte ich trotzdem 3 Jahre gebraucht, dann wäre das ganze Wissen ja wieder weg gewesen. Ja, natürlich, immer wieder auffrischen müssen und das wäre dann auch von den Kosten her natürlich über das explodieren. Ne? Ja, genau. Und bei euch war das so ein durchlaufender Prozess, ihr habt regelmäßige Calls und so. Ja. Na, du warst ja auch in ein paar Sprechstunden auch gewesen. Ja, das, ich nicht in vielen, aber ja. Als es dann wieder losging bei mir mit ich will den MPU machen, dann wieder, Ist aber auch valide, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt wieder neu anfange, dass ich dann die Energie darauf setze und den Fokus. Ne? Macht ja keinen Sinn, wenn man das erstmal zur Seite packt, das Thema, dann aber da reingeht, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ja. Das hat mich dann nur sogar ein bisschen kaputt gemacht, weil ich war dann frustriert, ich bin ja aus dem Abstinenzprogramm geflogen auch und dann... Hat es einen Befund gehabt, einen positiven? Ja. Ist immer ganz mies, ne? Ja, das war nicht cool. War das am Anfang oder Mitte oder am Ende der Abstinenz? Das war in der Hälfte, also nach 3 Monaten. Ja, also man hat auch Rückschlag, ne? Ja, definitiv. Generell, wenn du Abstinenz machst, ob du am Anfang bist oder in der Mitte, aber am Ende ist es am schmerzvollsten, auch wenn du beispielsweise ein ganzes Jahr machst, das ist immer ziemlich mies. Ich habe da auch ein paar Beiträge gelesen von Menschen, die die letzte Urinprobe abgegeben haben, nach einem ganzen Jahr dann konsumiert haben und dann war die Probe verdünnt. Mhm. Da gab es einen Teilnehmer, bei dir, der das gemacht hat und dann Horror. Ja, also Horror. Gibt's einige Sachen. Wir hatten auch mal einen Teilnehmer, der hatte bei der MPU, also der hat ein paar Tage vorher konsumiert, weil es einen Todesfall in seiner Familie gegeben hat und der erstmal so auf alles geschissen hat. Ja. Und dann bei der MPU haben die dann THC-Carbonsäure gefunden und das ist gelaufen. So, ne? Also es ist schon sehr, sehr hart. Ne? Ja. Deswegen muss das wirklich schon durchziehen an der Stelle. Ne? Du kommst aus Frankfurt, wir kommen aus Düsseldorf. Damals, glaube ich, da das alles aus Ratingen gemacht. Genau. Wir haben das ja online gemacht. Warum hast du dich dann für diese Online-Geschichte dann eingetragen? Also ich glaube, Corona war ein großer Grund, aber ich glaube auch unabhängig von Corona hätte ich es trotzdem gemacht. Weil einfach von sowas flexibler, wenn man keinen Führerschein mehr hat, man kann das einfach alles online machen. Ja. Ich meine, du bist auch noch ein Mensch, der vom Jungschlag, die auch mit der ganzen Technik aufgewachsen ist. Es gibt auch ältere Personen, die eher sagen so, ich muss jetzt unbedingt zu jemandem ins Büro fahren und mit ihm darüber sprechen. Deswegen finde ich Quatsch. Ja. Also ob man jetzt vor der Kamera spricht, also bei Zoom oder jetzt in echt, das macht keinen großen Unterschied. Ist nur eine andere Art der Übertragung der Information, aber es ist ein und dasselbe, das stimmt auch. Ne? Warst du da skeptisch gewesen? So, hast du irgendwelche Skepsis gehabt? Nein. Hast du von Anfang an gesagt, okay, das, was er sagt, das funktioniert alles, ich mache das mit ihm? Geil. Das ist gerade bei Online gibt es viele Leute, die sagen, ja, was ist jetzt, wenn ich dann irgendwas bezahle und dann kommt doch nichts oder so, sind ja so berechtigte Zweifel. Mhm. Aber ich meine, wenn du die gar nichts hast, man hat dann einen Vertrag im Prinzip. Ja, ganz genau. Ja. Es ist ja auch alles in Deutschland angemeldet, es ist eine ganz normale Firma. Richtig. Wenn du einen Vertrag hast, wo das irgendwie in Dubai ist oder in England oder so eine Limited, so. Auf Malta oder so. Ja, ganz genau. Das, Briefkastenfirma irgendwo. Ja. Das ist dann ein bisschen schwierig, auch rechtlich da irgendwie später mal anzugehen, wenn es da irgendwie mal einen Crash geben sollte, ne? Warum wolltest du denn auf diese MPU vorbereitet werden? Ich hatte Angst, durchzufallen. Und ich wusste, dass ich mit der Wahrheit wäre ich niemals durchgekommen. Ja, das heißt, du hattest aber quasi durch die Recherche das dann festgestellt. Ich meine, das ist ja ein neues Thema gewesen, was in dein Leben so reingeflattert ist. Ja. So, und, also bei vielen YouTube-Videos oder auch in Foren habe ich viel nachgelesen. Und da gibt es viele Menschen, die halt sagen, nee, mit der Wahrheit währt am längsten. Die wollen es probieren und so, aber sagt man halt Sachen, die dann meinetwegen wahr sind, aber dann wird man halt in Kategorien gesteckt, wo das dann einfach nicht mehr geht, mit dem, was man vorgewiesen hat, mit Abstinenz zum Beispiel. Ja, auch mit der Abstinenzverkürzung. Richtig, genau. Ja. Also manchmal ist es auch so, dass bei einigen Menschen die Wahrheit so kritisch ist, dass man das ein bisschen anders verpacken einfach muss, damit es dann auch am Ende wieder funktioniert. Oder man sagt halt zu viel einfach. Ja, oder man sagt zu viel. Wir hatten auch mal, ich hatte meine Abschlussprüfung gemacht, also ein Simulationstraining mit jemandem, der hat das alles wunderbar gepackt. Bei der letzten Frage, so, wollen Sie irgendwas noch hinzufügen, bevor ich das Gespräch hier beende, hat er auf einmal geguckt, so auf dem Papier, so,
ja, ich möchte noch ein paar Sachen hinzufügen. Und dann hat er sich auf einmal in Widersprüche verfangen. So. Und dann hätte er gar nichts gesagt. Das wäre gut gewesen. So, ja, ja. Das, da muss man, gucken, halt genau, was man sagen kann und was nicht. Ja, man muss sich das genau oder überlegen. Wortwahl zum Beispiel. Ich wurde nach meinem Alkoholkonsum gefragt, habe ich Apfelwein gesagt? Mhm. Nicht Äppler. Äppler wäre nicht gut gewesen zum Beispiel. Ja, das ist dann wieder so klischeehaft, dass es irgendwo fast verharmlost. Ja, richtig. Dann ist das Thema einfach gelaufen, ja, ne? Ganz genau. Und hast ja ziemlich viel mitbekommen. Was hat dir so am meisten gefallen bei Sedura? Diese Regel, diese Kontinuität. Ja. Sodass ihr regelmäßige viele Calls macht, ihr habt die immer mehr erweitert. Das kam immer mehr Sprechstunden ja, dazu. Damals gab's das, damals war das, glaube ich, einmal die Woche. Irgendwann dann zweimal und jetzt ist es fünfmal die Richtig. Woche. Das wird auch nochmal aufgestockt. Glaube ich. Also 8 bis 10. Habt ihr immer mehr Ressourcen, na, immer klar, mehr Leute. Na klar. Diese kontinuierlichen Face, dieses auch, ist einfach cool zu sehen, was andere Leute so schreiben und die Schiller darauf antwortet. Ja, ja. Auch das andere, das immer wieder schaffen, sodass sie Gutachten zeigen. Ja, das motiviert ja einen auch. Ja, ja. Außer zu der Zeit, wo ich aus dem Abstinenzprogramm geflogen bin, das war dann eher demotivierend. Ja, glaube ich. Ja. Aber trotzdem hast du dich wieder einfach aufgebaut und Richtig. Hast das Thema angegangen. Das ja. ist auch ganz wichtig. Ne? Okay, nach der Vorbereitung, mit welchem Gefühl bist du dann so zur MPU gegangen? Ich bin mit einem sehr guten Gefühl dahin gegangen. Ja. Also auch, dass der Stefan, glaube ich, der war Der war einen Monat vor mir bei derselben MPU-Stelle. Ja. Und da bin ich mit einem guten Gefühl hingegangen. Ich war jetzt nicht bei derselben Psychologin, aber ich bin da guter Dinge hingegangen, dass ich das verstehe. Stefan, ja, das war kein einfacher Fall gewesen. Ja, hat er mir geschrieben, was er alles hatte. Heftig gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und der hat's geschafft und dachte ich mir, das schaffe ich das dann mit links. Ja, im Prinzip baut das dann voll auf, ne? Und er sagt, ja, okay, wenn er das schafft, richtig, dann schaffe ich das auch. Richtig. Ja. Sehr geil. Und wie war das Gutachtergespräch, erzähl mal? Das war gar nicht gut. Also ich habe im Wartezimmer immer gewartet, dann kam die Psychologin rein. Ich war auch 9 Uhr morgens der allererste da. Hat die gesagt, ich bin die Psychologin, hallo. Und ich dachte mir erstmal, okay, die wirkt sehr nett. Die war auch sehr nett am Anfang. Ja. Dann gehen wir ins Zimmer rein. Und da ich mein Abstinenzprogramm kurz vorher beendet habe, habe ich das Zertifikat noch nicht gehabt. Deswegen hat die mich direkt gefragt, ja, Sie sind ja hier wegen dem Führerschein und haben Sie Abstinenz gemacht? Und dann sage ich, ja, ein halbes Jahr. Und dann ist ihr Gesicht, das ganze Wesen hat sich geändert bei ihr. Ja. Und er hat dann gesagt, nee, ein halbes Jahr geht nicht, keine Chance. Also Sie sind ein fortgeschrittener Fall, schwere Drogenproblematik, das geht nicht, halbes Jahr reicht nicht. Das kann sie doch nicht, aber das kann sie ja im Prinzip nicht einfach nur an der Abstinenz ausmachen, dass sie sagt, schwerer Drogenfall oder so. Das muss sie ja erst durch das Gespräch feststellen. Ja. Ne? Wie ging es dann weiter? Also es war, bevor das Gespräch überhaupt angefangen Richtig, hat. Richtig, genau. Sie hat am Anfang nur gesagt, ja, Sie sind hier wegen dem Führerschein und so. Und danach trägt das und dann zack. Da war ich erstmal so. Aber auch, dass sie sagt, Sie sind hier wegen dem Führerschein. Ja. Sie wollen ja ihren Führerschein, irgendwie sowas von wegen, sie wollen ja ihren Führerschein wieder haben. Und dann kam halt diese Sache mit dem Abstinenz. Da war ich mir so, will die mich jetzt gerade nur verunsichern oder mache ich das ernst? Aber ich glaube, die hat das wirklich ernst gemeint. Und dann saßen wir da so und dann habe ich noch gesagt, ja, aber mit der Vorbereitung und so, wir haben ein halbes Jahr, das haben sie nicht zu entscheiden und so. Und dann habe ich so, okay. Aber hat sie doch angefangen, die MPU-Fragen zu stellen nach und nach. Und das lief dann erstmal ganz okay. Dann ging es an irgendeinem Punkt nochmal um irgendwas von wegen, ja, was ist denn jetzt in ihrem Leben falsch gelaufen oder irgendwie sowas. Und dann, weil es davor irgendwie noch um Familie und Freunde ging, habe ich jetzt daran gedacht von wegen, ja, ist jetzt irgendjemand gestorben, hat sich die Freundin getrennt und sowas. Habe ich gesagt, ja, es ist jetzt nichts passiert, mir ist nichts falsch gelaufen. Und dann habe ich so überlegt, okay, das ist jetzt die falsche Antwort gewesen. Habe dann gesagt, ja, doch, ich hab den Konsum verharmlost, ich bin gefahren und sonst was. Ich hab die falschen Leute eingelassen und so. Dann hat sie dann, ich habe dann gesagt, ja, bitte nehmen Sie das als Antwort. Hat sie gesagt, keine Chance, hat sie gelacht. Ja, das war schon hart, ja. Und dann ging es weiter, hat sie mir die ganzen, also es lief eigentlich ganz okay, der ganze Rest. Am Ende hat sie dann noch gesagt, ja, wollen Sie was hinzufügen? Wollte ich das einen nochmal klarstellen, ne, mit dem nichts falsch gelaufen. Und dann hat sie gesagt, ja, für sie wäre das trotzdem eine fortgeschrittene Drogenproblematik. Sie müsste sich nochmal mit der Ärztin absprechen und hat mich dann gehen lassen. Also hat sie gesagt, an der Stelle nicht bestanden oder, also hat sie gar nichts dazu gesagt? Hat sie nichts gesagt, gar nichts gesagt. Okay. Dann bin ich wieder ins Wartezimmer, dann hieß es aber die Ärztin, es war dann um 10 Uhr fertig. Ja. Die Ärztin kam erst um 1 Uhr, dann bin ich zu meiner Freundin auf die Arbeit gegangen, bin dann wiedergekommen. Dann bin ich zur Ärztin ins Zimmer gegangen, die war dann super, 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 super lieb. Ich habe mir dann vielleicht 3 Fragen gestellt zu meinem Alter, Gewicht und sowas. Und dann habe ich ihr direkt gesagt, ja, Psychologengespräch lief gar nicht gut, wir hatten viele Missverständnisse und wegen, genau, sie hat, die Psychologin hat gemeint, der Aktivwert würde etwas darüber aussagen, wie viel man konsumiert. Mhm. Also von wegen, ich habe einen hohen Aktivwert, deswegen bin ich regelmäßig Konsument. Dabei ist doch eigentlich der Aktivwert, sagt was darüber aus. Das ist die Messlatte, wie sehr du unter dem Rausch gerade stehst. Ja, ne? Oder also wie lange man vorher konsumiert hat. Ganz genau, auch wie der Abstand ist zwischen dem letzten Konsum und das erfassten THC. Richtig, nach dem Konsum steigt er ja ganz schnell an auf über 100 und geht dann ganz schnell wieder runter. Ganz genau, ja. Hat sie gesagt, stimmt nicht. Die hat das vertauscht, weil ich glaube auch. Was sie meinte, war die THC-Carbon. Richtig, genau. Ja. Das habe ich dann auch der Ärztin nochmal erklärt und meinte sie, ja, was ist denn passiert? Hat bei der Empathie irgendwas falsch gelaufen? Ach, das ist ja schade. Hat mir dann gar keine Fragen mehr gestellt, die Ärztin. Also
Die hätten, also auf dem Gutachten steht ja ganz viele Sachen, von wegen, ja, abhören, Lunge testen, hat sie gar nichts gemacht, mich gar nichts mehr gefragt, hat dann auch gesagt, ja, versuchen Sie es nochmal. Also sie, auf der Akte stand dann bereits bei ihr, dass ich durchfallen werde, bei ihr, obwohl die beiden noch gar nicht gesprochen haben, was die Psychologin mir eigentlich gesagt hat, ne, stand da bereits, ich fall durch. Hat sie gemeint, ja, der Tag ist eh gelaufen, versuchen Sie es nochmal bei ihr mit einem Feedbackgespräch und dann, noch Urin abgeben, es war dann erst verdünnt. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, machen Sie das noch mal, trinken Sie noch mal ein bisschen was und so. Und dann wollte ich erst einfach nach Hause gehen. Dann hat dann aber die Empfangsdame gesagt, ja, machen Sie es einfach noch. Und dann habe ich mich wieder reingesetzt und mal irgendwie für 2 Stunden gewartet. Und dann kann die Psychologin rein, noch mal irgendwen anders holen. Dann habe ich dann gesagt, ja, haben Sie noch mal Zeit für ein Gespräch? Hat sie mich dann ganz komisch angeguckt. Ich rede mal mit der Ärztin. Und dann holt sie mich dann nach 10 Minuten rein. Dann setzen wir uns hin, dann fragt sie mich nochmal, ja, wie lange sind sie denn jetzt schon abstinent? Und dann sage ich, ja, jetzt 3 Jahre so. Und dann war die wie ausgewechselt, die Frau. Und dann sagt sie, ja, ich muss bei Ihnen jetzt beide Augen zudrücken. Es ist wirklich sehr eng bei Ihnen. Und ich hätte es jetzt der Ärztin zu verdanken, dass ich jetzt doch bestehe. Sie hat aber vorher mit der Ärztin auch gesprochen. Ja, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ja, das ist immer sehr, sehr interessant, weil auch die Psychologen mich immer zwingen, sich sehr tief mit den Abbauwerten oder generell mit Werten auseinandersetzen oder das Wissen dazu haben. Deswegen werden die das dann nochmal mit dem Arzt abklären, ob die Konsumangabe mit den erfassten Werten überhaupt einen Einklang findet oder auch die Konsumlänge insgesamt. Und manchmal wissen die Gutachter das nicht und sagen dann, ja, ich muss oder kann ihm hier kein Feedback direkt dalassen. Ich muss noch mal mit dem Arzt Rücksprache halten. Und das wäre dann immer noch mal danach bemessen, ob der Arzt später sagt, ey, das passt aber, was die Person gesagt hat. Oder der Arzt sagt, ey, aus medizinischer Sicht passt das gar nicht. Und dann wäre es ein negatives Gutachten. Ja. Ist aber schon ziemlich turbulent bei dir gewesen. Das war ein Hoch und Runter der Gefühle. Also ich war so gebrochen in dem Moment. Ich habe sogar schon am Empfang ein weiteres Abstinenzprogramm über ein weiteres halbes Jahr abgeschlossen bereits. Ja. Und dann komme ich da aus dem Psychologengespräch mit einem Grinsen wieder raus. Und die sagen, ja, wir haben es schon gehört. Und dann sage ich so, das war Hammer. Also das ist schon echt krass. Ja. Und wann hast du das Gutachten bekommen? Also sowas? Das ging super schnell. Zwei Wochen. Ja, das ist echt hier. Hammer. 2 Wochen Zeitfenster, genau 14 Tage. Ja. Das ist vorbildlich. Ja. Ne? Ich dachte erst, das ging so schnell, die haben irgendwas bei mir im Urin gefunden oder so. Aber ja. Nein. Ja, die müssen es ja erst noch zum Labor schicken. Dann, ja. Ne? Genau, aber ich meine, wahrscheinlich hast du es schon oft mitbekommen. Viele andere warten so 4, 5, 6 Wochen. Richtig. Deswegen ist es echt eine vorbildliche Zeit. Ja. Und Hut ab, ne? Was hast du das aus der ganzen Sache gelernt? Ja, nicht mehr konsumieren und nicht mehr fahren. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Einfach fürs Learning, fürs Leben dieses Learning mitgenommen. Ja, und hat auch persönlich für mich jetzt auch, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich ja mal Psychologie studiere, sehe ich mich auch irgendwann in diesem Bereich. Hattest du so damals schon die Entscheidung getroffen, Psychologie zu studieren? Auch vor der Auffälligkeit schon? Ich habe das war im ersten Semester, da habe ich aber noch Wirtschaftspsychologie studiert und danach habe ich mich dann im Master jetzt für Psychologie entschieden. Sehr geil. Ja, oder? Zieht den Weg auf jeden Fall durch. Denke ich auch, ja. Genau. Wie ist es jetzt wieder mit Auto? Hammer. Also ich meine, 3 Jahre ist auch schon eine Zeit. Ja. Ne? Also ich habe ihn dann jetzt 2,5 Jahre lang nicht gehabt. Ja. Es war erstmal sehr ungewohnt, aber ich lieb's. Ja, ja. Ich bin wieder voll da. Richtig geil. Wie jetzt wäre ich nie nicht gefahren. Ja, ja, ja. Sehr geil. Das verlernt man auch in der Regel auch Nein. nicht. Da musst du schon Nein. ziemlich lange nicht mehr fahren. Das ging sehr schnell. Ein paar Jahrzehnte oder so. Richtig. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Wen würdest du denn Sedura empfehlen, vor allem auch für die Leute, die sich das jetzt angeschaut haben? Wem würdest du das empfehlen und vor allem auch warum? Also Leute, die unsicher sind, Leute, die in einem halben Jahr durchkommen würden, aber ein halbes Jahr machen sollen und dann nach dem, was sie halt sonst irgendwo gehört haben, und einfach geben. Ja. So, wenn eine MPU machen muss und eine gut in die Hand genommen werden möchte, gute Beratung haben möchte, dem empfehle ich Sedura. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Florian, für das Gespräch, ja. Auch dafür, dass du einfach anderen Menschen jetzt auch geholfen hast, die gerade auf der Suche sind nach Hilfe oder nach so den ersten Erfahrungsberichten von anderen Menschen, bevor sie erstmal anfangen, und hast du vielen, vielen Menschen einfach geholfen. Ja. Haltet euch an das, was der Dustin sagt, und dann besteht ihr. Ja, ganz so, genau. Es ist einfach so. Ganz gut. Cool. Und aber noch eine Komponente, bevor hier wieder irgendwas falsch verstanden werden. Man muss auch umsetzen, diese Sachen. Ne? Ja, also man muss Macher sein. Man kann dieses Programm buchen, aber wenn man das nicht umsetzt, dann bringt das gar nichts. Ne? Das ist ganz wichtig. Okay, cool. Danke dir. Und wenn du gerade auch das MPU-Problem hast und gerne mit mir über deine Situation mal sprechen möchtest, kannst du dir dazu ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, was wir über eine Videotelefonie dann machen werden. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal hier in die Videobeschreibung zu gehen. Unter diesem Video ist eine Beschreibung. Da ist ein Link, der führt zur Website. Und da kannst du dich in unter 60 Sekunden zu einem kostenlosen Online-Beratungsgespräch eintragen und danach rufe ich dich zurück am Telefon und dann klären wir alle weiteren Details und dann zeige ich dir auch, wie wir auch deine Abstinenz verkürzen können, sodass du nicht 12 Monate Abstinenz nachweisen musst. Deswegen trag dich eben ein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Dustin Sennewald von der Firma Sedura Consulting GmbH. Bei Sedura hat mir am meisten gefallen die familiäre Art, offene Ohr immer. Ja, und dass jegliche Fragen von der Pike bis zum Ende, bis zum Führerschein immer tiptop beantwortet worden.